Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Datarossa Darts. Ihr seid gespannt auf die Gewinner des L-Style-Gewinnspiels. Und bevor ich euch gleich erzähle, um was es heute geht, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, schauen wir uns an, wer hatte die besten Sprüche, wer hat die besten Dartphrasen gehabt und wer sind die 6 Gewinner der L-Style Aktion, der Sets, jeweils 3 Sets gewinnt. Ich danke euch vielmals für diese ganzen Inspirationen. Ich verspreche euch, ich werde das auch noch in Zukunft in ein richtig cooles Video einbinden. Und das ist der Knaller gewesen. Also ich lag hier wirklich teilweise echt flach vor Lachen, weil ich so viele Situationen, so viele Sprüche einfach total nachvollziehen konnte. Und ich lese euch jetzt mal die von den Gewinnern vor und dann auch die Namen. Ihr könnt euch dann gerne über die Social-Media-Kanäle bei mir melden. Dann besprechen wir alles Weitere. Fangen wir mal mit einem einfachen Spruch an, der aber auf jeden Fall mega cool ist. Hätte ich im ersten Leck gecheckt, dann wäre das Spiel ganz anders ausgegangen. Spiel 3-0 verloren. Kenne ich total, ne? So nach dem Spiel mega die Klatsche bekommen. Du sagst, ja, aber wenn ich da gecheckt hätte, dann wäre so und so und so. Also wer sich da nicht wiedererkennt, Fabian Nürnberg, melde dich gern bei mir. Und du kriegst eins von dem Dreier-Sets L-Style Flags. Dann haben wir hier noch den Stefan Roter 9. Schatz, ich gehe noch 2-3 Pfeile werfen. 6 Stunden später, Mann, es lief auch einmal so gut. Das ist, glaube ich, auch altbekannt abends. Und auch da hat zum Beispiel der Konrad, genau, Konrad 191. Mega. Vielen lieben Dank. Ne? Also, Stichwort Bullseye des Abends. Da geht es darum, dass man vorm Schlafengehen nochmal sagt, okay, jetzt werfe ich aber nochmal das oder das. Bei ihm ist es das Bullseye. Und er schreibt dann dazu, das Witzige daran ist, wenn man sein Training dann mit dem Red Bull beenden will, dass es bei ihm schon mal 1-2 Stunden dauern kann, dass es einfach so ein verflixtes Feld ist. Und die Kombi, schau ich das Kommentar an, ich finde es mega. Also vielen lieben Dank für den Beitrag. Dann kann sich noch der K02N1 freuen, denn da haben wir einen Kommentar mit, wenn der Dart beim Ausholen einen halben Kilometer weit weggeht, dass er dann sagt, du, wenn du keine Lust hast, dann können wir es auch einfach sein lassen. Ein Spruch, den ich auch schon so oft gehört habe und der einfach grandios ist. Vielen lieben Dank für den Beitrag. Daniel Becker. Ist eine Situation aus einem Ligaspiel, also muss man, glaube ich, dabei sein, bei gewesen sein, um da mega drüber zu lachen, aber ich kann es mir so herzig vorstellen. Das ist der Knaller. Also eine Situation aus dem Ligaspiel, es ging wahrscheinlich ums Checken und der Gegner sagt dann zu ihm, boah Mann, diese verdammte Doppel-1 da unten. Ich glaube, es ist einfach der Running Gag in der Liga ab sofort. Also ich würde es total hart feiern. Vielen lieben Dank an den netten Menschen, der dieses Kommentar wohl in der Liga dann da ausgedrückt hat. Wir kommen zum letzten und ja, ich finde auch ziemlich gut gelungenen Kommentar, weil ich kannte das letzte tatsächlich noch nicht. Er hat zwar 3 gegeben, aber das letzte war für mich tatsächlich neu, musste ich auch ordentlich schmunzeln. Vielen lieben Dank an Mein Weg zu 180, ganz treuer Zuschauer. Und er hat geschrieben vorm Spiel, gut, dass du den Bart hast stehen lassen, denn du wirst heute rasiert. Klassiker, absoluter Klassiker. Stark angefangen, stark nachgelassen, hab auch schon mal gehört. Könntest auf dem Bauernhof arbeiten für den Winterdienst bei deiner Streuung. Vielen, vielen lieben Dank für eure Kommentare. Meldet euch bei mir, ich schicke euch die Pakete raus. Und jetzt kommen wir ins Kernthema. Heute geht es nämlich um einen neuen Dartboard-Ständer. Ihr kennt von mir das Video zum Dartboard-Ständer vom Roter Mission Pro. Der Roter Mission Pro, den habe ich damals mit dem Flo getestet. War ein super Tag, fährst du schön an den Strand und so hier in Köln und versuchst es irgendwie zu testen. Und ja, dann hatten wir mega die Tonprobleme. Ich möchte bitte mit der Kamera einmal bitte zeigen, dass das exakt das Gleiche ist. Weil einfach total der Wind ging. Ich hoffe, dass sich das heute hier irgendwie in Grenzen hält. Ich habe ein Paket bekommen und ich habe es noch nicht ausgepackt und das holen wir jetzt einfach mal nach. Und schau mal drin. Wie sich der neue Dartsturm Dartboard-Ständer aufbauen lässt, wie der so aussieht, was er so kann, wie er mir gefällt. Ich hoffe, dass das ein bisschen besser läuft als beim Target-Darthalter. Nope. Nope.
Für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, guckt es euch an. Also an dem Teil bin ich echt verzweifelt. Also gewichtstechnisch geht der. Nee, da war noch was drin. Ah, cool. Tasche ist direkt dabei. Tasche zum Tragen. Ja, lässt sich auch gut tragen. Also wenn man mal irgendwo hingehen möchte. Das ist schon mal gut. So. Da war aber noch irgendwas im Karton drin. Das war die Halterung. Das ist eine Anleitung. Auf Englisch, aber das sollten wir hinkriegen. So, Koffer sah vage sagt hier 2,8 Kilo. Da kommt natürlich noch der Teil hier mit dazu. 2,95. Also keine 3 Kilo. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Ich finde halt immer wichtig, irgendwie bei so Dartboard-Ständern, dass die stabil stehen. Also es darf halt einfach nicht irgendwie so arg schwanken oder gar vom Wind anfällig sein oder so. Und da ich den Mischenständer jetzt schon sehr lange habe und auch wirklich viel spiele, sind da glaube ich auch die Kriterien, nach denen ich beurteile oder so, auch ganz schön hart. Okay, jetzt haben wir die. Hier haben wir einen Ständer, hier haben wir Verschluss, hier haben wir Riegel, Stange, Bordhalterung. Okay, ich glaube, das kriege ich erstmal ohne Anleitung hin. Interessanter wird es eigentlich eher so beim Board, weil da sind zwei Löcher. Okay, das ist das Prinzip, das kenne ich vom Mischen. Ich gucke auch mal gerade. Ah, die Halterung ist ein bisschen anders, das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. So, okay, wir haben hier unten was zum Fixieren. Das heißt, das ist auch ganz wichtig, also wenn ihr an diese Schellen geht, um das zuzuschrauben, da hatte ich neulich jemand, der sagte, ja, der Dartständer lässt sich gar nicht aufbauen oder so, ihr müsst diese Schellen wirklich richtig mit Kraft zudrehen, also so, dass sich das Kunststoff da auch so ein kleines bisschen wölbt, sonst hält das nämlich nicht stabil. Okay, untere Schraube ist schon mal dafür da, um die Beine zu fixieren von der Höhe, ganz klassisch eigentlich gehalten. Ich bin auch kein Fan davon, wie manche schreiben, ja, wieso soll ich mir denn dafür 80, 90 Euro irgendwie einen Dartboard-Ständer kaufen oder so, wenn ich das selber irgendwie mit einem Boxenstand oder so machen kann, also wo man so Musikboxen aufstellt und sowas. Ich kann euch sagen, warum, weil es ist einfach nicht dasselbe. Es ist meist viel wackeliger, aber ich habe schon alles gesehen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben sich einfach ein Holzpfahl in die Wiese gerammt, da ihr Dartboard dran. Also im Endeffekt, es muss Spaß machen, es muss für euch passen. Ich sag mal, ein Dartboard-Ständer ist natürlich eher was für die Leute, die viel auf Reise sind. Oder zum Beispiel Camper. Ganz viele Camper haben so Dartboard-Ständer. Natürlich die Jungs, die auf die PDC-Events fahren, die haben entweder so ein On-Tour-Board oder auch schon mal, wenn sie jetzt in Deutschland sind, meistens nicht so weit fahren müssen, dann entscheiden die sich auch häufig schon mal für einen Dartboard-Ständer und es ist halt wesentlich einfacher, stabiler und besser, als manchmal so ein Board an der Tür festzumachen. So. Okay, Schrauben waren jetzt nicht mit dabei. Ich lese nochmal kurz. Okay, also die scheinen nicht mit dabei zu sein. Da ist nichts drin. Nein. Also Schrauben haben wir nicht mit dabei. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das Dartboard richtig aufgehangen bekommen. Hier sind zwei Schrauben mit dabei. Eins in der Mitte zur Befestigung. Ich denke, eins, damit es nicht verdrehen kann. Aber wenn keine Schraube mit dazu geliefert ist, nicht jeder hat ja zwei Schrauben oder müsste man irgendwie mit einer anderen Schraube da arbeiten. Das gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal im Detail an. Erstmal bringen wir die Schraube hier dran. Okay. Also es ist auch ein Unterschied zum Rota Pro. Da zeige ich euch jetzt gleich parallel nochmal Bilder zu. Die Halterung von Rota Pro, die kann man halt so aufschieben. Hier muss man tatsächlich schrauben jedes Mal. Das heißt, den Dartboard-Ständer draußen stehen zu haben, aufgebaut zu haben, mal schnell bei Regen reinholen, bedeutet halt dann, das komplette Teil immer fix dran zu haben. Ja,
Ja, den Unterschied, den zeige ich euch gleich. Das ist beim anderen nochmal ein bisschen besser. Aber wir schrauben das jetzt hier mal auseinander. Irgendwo die Schraubendreher hingelegt. Da müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr bei solchen Geschichten Bordwechsel oder so andere Schrauben verwendet. Achtet wirklich darauf, dass es möglichst Schrauben sind, die bei den Boards mitgeliefert werden. Weil wenn die zu lang sind, dann schraubt ihr quasi ins Bullseye. Also eine richtig schöne Bullseye-Wölbung. Ich habe mir dadurch auch mal wirklich ein Board richtig kaputt gemacht. Aber ja, man lernt ja mit dazu. Ne? So, dann gucken wir mal. Also mittig festgeschraubt. Jetzt lässt sich das quasi noch drehen. Dreht auch sehr frei, sehr leicht. Also die zweite Schraube ist wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt sackt es auch rein. Die Grundeinstellung der Dinger sieht wirklich immer so aus, dass ihr euch hier in der Sackstange ein Loch aussucht. Meistens ist es ein sehr unteres Löcher. Da diesen Stift, diesen Bolzen hier quasi reinstecken und hier richtig festschraubt, dass das hier auch richtig geschlossen ist. Das muss wirklich eng sein an der Stelle. Sonst hat er viel zu viel Spiel schon alleine in der Stange. Und die Höhe reguliert ihr dann am besten hier unten über die Beine. Das ist einfach am einfachsten, gerade wenn ihr den Ständer häufiger auch abbaut. So. Einmal ausmessen, dann könnte ich den natürlich so lassen. Das Problem ist, wenn die Beine hier so nah aneinander sind, dann ist beim Spiel ziemlich viel Vibration meistens drin. Der ist auch nicht so stabil, sage ich mal. Hier sind die Schrauben jetzt nicht nachgezogen. So, Höhe haben wir. Wie gesagt, das testen wir jetzt nochmal aus, ob wir das noch anders hinkriegen. Dazu mache ich hier nochmal gerade lose. Den Splint, diesen Sicherheitsstift raus. Dann gucken wir uns den Unterbau nochmal an, ob wir das noch ein bisschen anders hinkriegen. So, so können wir ihn nämlich ein bisschen breiter stellen. Das Maximale von der Breite ist tatsächlich so, also so geht er höher. Seht ihr, da ist dieser Punkt. Wenn ich hier hochziehe, dann klappt er zusammen. Und wenn ich hier aufziehe, dann kommt irgendwann der Punkt da, der ist am breitesten. Und drücke ich jetzt weiter, dann schwingt er sich wieder zusammen. Das heißt, den Punkt, wo es am breitesten steht, den kann ich euch nur ans Herz legen, weil je breiter der Fußstand ist, umso stabiler steht das Ganze. Aber auch Splint hier. Ich messe das mal nach. Also wie breit die von außen nach außen zusammenstehen. Hier haben wir 92. Den habe ich jetzt unten nicht eingestellt. Ich weiß nicht, ob er sogar noch breiter geht. Da haben wir 102. Also da sind schon 10 cm von der Breite her drin, also von der Stabilität her. Jetzt gehen wir noch mal gerade auf die Halterung ein, denn hier sehe ich im Vergleich, nehmen wir es mal gerade hier, das ist auch um einiges schwerer. Also ich wiege den gleich noch mal nach, den Mischen, wie schwer er insgesamt ist. Wir haben natürlich eine ganz andere Konstruktion hier oben. Hier hinten ein extra System ist, eine richtige Halterung, die da richtig stabil und fest dran ist, die ich aber clevererweise rausziehen kann. Und somit Board und Halterung in ultraschneller Zeit quasi getrennt habe. So, auch fürs Board wechseln, Board drehen. Und das ist dann auch richtig stabil. Also hier rüttelt nichts. Hier sehe ich jetzt schon, dass das Board hier unten ankippt. Es kann natürlich jetzt noch sein, dass die zweite Schraube da hilft. Glaube ich aber nicht. Das Board ist auf jeden Fall nicht ganz gerade in der Vorrichtung. Also in der Flucht müsste das Board eigentlich so stehen. Jetzt gucken wir mal durch das System beim Drota Pro, wie das steht. Und klar habe ich hier auch erstmal noch ein bisschen Spiel, aber wenn ich das hier einfach auch gerade ausrichte von der Seite, dann festschraube, ist halt auch so eine schöne, richtige Metallschraube hier. Hier haben wir
mehreren Plastik und Kunststoff. Hier, ich halte jetzt den Ständer fest und rüttel mal so. Da bewegt sich halt einfach gar nichts vom Boden in die Richtung. Und hier, so sollte es sein. Hier der schöne Abstand, wenn man sich hier eine Linie denkt, wenn ich da wieder den gleichen Abstand. Also hier ist Stabilität auf jeden Fall da. Wir knallen jetzt hier mal noch die zweite Schraube ran. Die mal gerade eine holen. Der gute alte Materialkasten. Für geeignet sein. Schraubendreher. Zweite Schraube. Jetzt dreht sich hier auch nichts mehr. Hier unten einfach. Ich gucke jetzt nochmal von weiter weg, ob das bräuchte. Ich kann natürlich hier beim Mischen, kann ich mit ein bisschen Kraft das Segment wechseln und drehen. Das kann ich hier nicht, dann müsste ich jetzt wieder die Schraube verlösen. Dann quasi wieder, also die zweite zumindest, würde ich jetzt quasi die Schraube wieder lösen, könnte drehen, müsste wieder festschrauben. Nicht so praktisch. Das heißt, hier lässt sich relativ einfach lösen und wie gesagt auch relativ einfach und easy das Board tauschen und abhängen. Und das hier macht halt auch einen besseren Eindruck. Der Abstand hier ist größer. Das muss man natürlich später dann berücksichtigen beim Ausmessen, aber man ist ja eh von der Bordkante dementsprechend nach vorne. Also da nehmt euch ein kleines bisschen Zeit für, dass er steht. Aber hier ist halt so gut wie kein Spiel. Ich würde sagen, wir machen nur noch einen Surround rum. Ich werfe mal ein paar Darts drauf und dann gucken wir mal, wie der sich so im Verhältnis schlägt. Die Darts sind 24 Gramm. Einfach mal drauf geworfen. Also das nervt, wenn ich den jetzt ziehe, ich habe gute Spitzen und Stecken, dieses Anschlagen stört. Da kann ich natürlich jetzt was dazwischen legen, aber das sollte ja eigentlich, würde ich sagen, nicht der Fall sein. Jetzt guck mal gerade beim Mischen im Vergleich. Das heißt, ich hole das weg, dieses Anschlagen nicht. Wie gesagt, er steht jetzt ein bisschen wackelig, weil ich tatsächlich hier nicht nachgezogen habe. Ja, irgendwie kommt es mir stabiler vor. Also finde ich das beim Mischen besser. So Leute, wir machen jetzt mal ein kleines Fazit dazwischen. Also wie ich schon fast vermutet habe beim Auspacken her, der Mischenständer wirkt auf mich um einiges robuster, schwerer, stabiler, breiter vom Stand. Ist jetzt hier ein kleines bisschen wackeliger insgesamt gewesen, aber wie gesagt, Schrauben nachziehen, dann geht das eigentlich wieder ziemlich gut. Ja, zur Verpackung kann ich euch da nichts mehr sagen. Ich weiß nicht mehr, wie er eingepackt war, aber es hat mich halt hier gestört, dass er komplett dann nochmal in Folie eingepackt war. Ich kann natürlich auch die Hersteller verstehen, die keine Kunden haben möchten, die zerkratzte Teile oder so haben wollen. Pluspunkt. Kostet knapp 80 Euro. Ist für einen Dartboard-Ständer auf jeden Fall ein grundsolider Preis. Ihr kriegt natürlich solche Ständer schon auf Amazon und so für 30, 40 Euro oder baut euch den selber oder so. Ja, gibt es, aber glaubt mir, ich habe auch schon mal so ein Teil in der Hand gehabt, was 30, 40 Euro gekostet hat. Das war wirklich billigste China-Ware, alles am Wackeln, die Schrauben durchgedreht und, keine guten Gewinde. Da schneidet der auf jeden Fall wesentlich besser ab. Er steht stabil, das muss man sagen, also wenn das hier alles montiert ist, unten das Teil, das steht wirklich bombenfest, hat auch sehr cool diese Gummifüße, dass sich das auch auf verschiedenen Untergründen halt nicht nochmal irgendwie verdreht. Dicker Pluspunkt, ein kleines bisschen weniger vom Stand her als der Mischen, allerdings, ja wie gesagt, habe ich jetzt keinen Riesenunterschied gemerkt. Ich glaube, der Riesenunterschied liegt eher halt auf der Rückseite. Die zweite Schraube, die er braucht, ne, die, damit sich das Board nicht verdreht. Diese Halterung, die so ein kleines bisschen unten anstößt. Also dieses, weil ich das jetzt, glaube ich, beim Spielen gar nicht so sehr hatte, sondern eher beim Holen. Ich gucke nochmal. Nee, also beim Spielen habe ich das nicht. Aber halt beim Darts rausziehen oder so, hat es doch einen relativ wackeligen Effekt. Wie gesagt, sonst macht man einfach was dazwischen, aber ich hatte eher das Gefühl, das Board kippt so ein kleines bisschen nach vorne, als ganz gerade zu stehen. Da müsste man dann nochmal mit der Wasserwaage dran gehen. Die Frage ist natürlich auch immer,
was macht man damit? Ich meine, man geht damit vielleicht im Park, an den Strand, im Urlaub. Muss es da immer auf jeden Millimeter ankommen? Der eine sagt jetzt ja, der andere sagt nein, aber entscheidet es selber. Für mich ist es klar wichtig, wenn ich hier zu Hause trainiere auf der Terrasse, da ich einen festen Punkt habe. Das habe ich mit dem Oki hier sehr gut gelöst. Also das Video auch gerne nochmal angucken, wie ich das Startbordständer Oki gebaut habe. Dann habt ihr mal eine fixe Position, müsst nicht viel hin und her machen mit dem Ständer. Für 80 Euro auf jeden Fall ein gutes Teil, stabiles Teil. Wie gesagt, wenn man da mit der Halterung und so ein bisschen professioneller, schwerer arbeiten möchte, gerne die 10 Euro mehr ausgeben, aber ansonsten Tip-Top-Ding. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch Good Darts, euer Data Rosse.